Hallo, guten Abend. Sei er heute heute hier, hier die gute Nachtgeschichte von Tante Anna. Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der heißen Sonnenglut? Wie viel Fischlein auf sich kühlen in der hellen Wasserflut? Gott, der Herr, rief sie mit Namen, dass sie alle ins Leben kamen, dass sie nun so fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich sind. Von der Leuwe Tjenja wählet und begrüßen mit der Fahrt, 1922 ut Lukas Kapitel 16. Dort wird einmal ein rötter Mond. Der hat immer Tiere in der beste Kleider an. Und er lebt jeder Tag in Luxus. Für seinen Döwe lag ein Oma. Und er hat Lazarus. Sein Charpa wird ganz mit schweren bedeckt. Heu lührt darauf, dass von den Multiten von dem Reden in Potschräume rauffallen wurden. Heu können sich nicht einmal jene Hund wehren, durch seine Wunden beleiden deuten. Und dann starb der Oma. Und der Engel der drüchen Arm in Abraham sein Schoß in dem Himmel. Auch der Ritter starb und auch heu ward begruft. Und nu will ich euch noch eine Geschichte dort vertellen. In einem Dorf in Norddeutschland gab es auch einen armen Lazarus. Der arme Mann, der hat eine Säue Gietzje und eine Säue Böse früh. Ein Tag trägt der arme Mann eine schwere Krankheit. In der Früh, der schämt sich mit ihm und er ätelt dort von ihm. Von dann an musste Oma Mohn bei der Jans in Stoll schlupen. Ob dort nun Sommer wird oder kalter Winter, heu durft niemals mehr in sein wehtet, schönet Bad schlupen. Sein Frühstück, auch sein Mittagessen, auch sein Unkast, musste bei der Jans im Stoll einnehmen. Obwohl es damals alles zu schäupen gab, trich er von seiner Früh bloß so ja wenig eten. Hannen weiter kommen die Menschen aus dem Dorf und gaufen am Wort zum Eden. Aber dort durft seine Früh niemals entworen. Sonst deute am Schlohnen, wenn sie dacht, heu hat bei irgendwem ne Eden gebracht. Und heu drüch auch immer dieselbe Kleider, und die werden als Säuer treten in der stunken säuerne Jansmest. Plötzlich in einem Tag, dann starb der Früh. Tjonja hat nicht gedacht, dass so passieren würde. Als die dann die Begräbnis gefeiert haben, dann deuten die nach alle Eden. Und dann seht der Mann, von dir habe ich mir mal wirklich richtig so gegeben. Das habe ich nur all Jahren nicht könnt. Es tut nicht furchtbar. Der Früh, der trichen schon nicht grob. Die haben in dir so weit verarmt, in herrliche Blumen dann abgeleicht, in Kronzen von Blumen, in die Pfarrer von der Tjort, der hält eine lange, schöne Predigt, wie in der Früh, der hat viel Geld und dort kostet ihr leicht für ihre Begräbnis. Aber ob diese Früh nun auch in den Himmel kommen wird, wo denkt die Leute, Tjenja? In der Bibel steht, Gummi ut dem Wasch, du bist verflucht, geh weich von mir und dort ewig vier. Dort wird für den Sultan und für seine Helper gemerkt es. Denn ich bin hungrig und du hast mir nicht zum Eden gegeben. Ich bin durstig
und du hast mir nicht zum Trinken gegeben. Wot je und dem geringsten Bruder nicht gedun haben, dort hat je nicht an mir gedun. Diese Vers wiesen uns, dort wir sollen unsere Nächste haben in Gödet tun. Und damit, dort wie Jesus Gödet. Wenn wir irgendwem zum Trinken geben, dann ist dort so, als wenn wir dort Jesus gegeben haben. Und wenn wir irgendwem zum Eden geben, dann ist dort so, als wenn wir Jesus zum Eden gegeben haben. Nu werden wir beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir unseren Mitmenschen leben dürfen. Bitte, gib uns ein fröhliches Herz dazu. Wir danken dir, dass wir auch andere Menschen kennen und nicht haben. Und wir und wir wollen auch vielleicht ein Tag und nicht kommen. Du hast alle Menschen geholfen. Darum danken wir dir, Herr Jesus. Amen. Das wird die Kenia-Andacht über das Buch, denn ihre ist das Himmelreich von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht, meine kleine Freund. Gute Nacht.